Hier hinter mir sollen etwa 30 noch bezahlbare Wohnungen abgerissen werden, wohl um diese für einen Luxusneubau zu ersetzen. Das besonders Skandalöse daran ist, dass das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf dem Eigentümer einen sogenannten Negativattest erteilt hat. Der besagt, dass er sozusagen aus den Verpflichtungen aus dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz entlassen wird. Denn normalerweise müsste hier für jede abgerissene Wohnung eine neue Wohnung und zwar zu höchstens 7,92 Euro Quadratmeter entstehen. Die Gründe dafür sind, angeblich wäre es wirtschaftlich nicht zumutbar, den Eigentümer zu verpflichten, dieses Haus hier zu sanieren. Nicht nachvollziehbar, denn 2012 wurde das Haus erst streng saniert und es wurden neue Bäder eingebaut. Als Linksfraktion stehen wir wirklich entschlossen im Kampf für den Erhalt von bezahlbaren Wohnungen in Berlin und für den Erhalt von schützenswerter Bausubstanz. Und deshalb werde ich hier auch auf jeden Fall dranbleiben.